erstmal aufpassen. Hier ist ein Haufen Viehzeug, was hier rumrennt. Ja. Ameisen mit Flügeln. Erstmal hallo. Hoffe, ich beiß die Viecher nicht. Wir sind wieder mal in der Sächsischen Schweiz und heute geht es eigentlich zum Overnighter, Solo-Overnighter mit der NVA Zeltbahn und wir bauen uns diesmal das tschechische Tarnnetz auf. Marke Eigenbau und wir checken mal die Lage aus, wie gut das Tarn tut. Ich habe jetzt natürlich kein Bundeswehr-Tarnnetz mit, sondern eben nur das tschechische Tarn. Aber das sollte sich in der Gegend hier ganz gut machen. Wir lassen uns einfach überraschen, was kommt. Und dazu gibt es heute den Overnighter mit der NVA Zeltbahn. Also wenn ihr Lust habt, bleibt dran und los geht's. Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte war eigentlich der Aufbau eines neuen Tarnnetzes, was ja relativ einfach ist. Man muss bloß die ganzen ein bisschen verbinden und zusammenführen. Aber ich merke gerade, dass diese Netze hier relativ engmaschig sind. Und deshalb
muss mal gucken, wie ich hereinkomme. So, und da tun wir die vier Tarnnetze erstmal zusammenbinden. Das ist das Wichtigste. Nehmen wir euch mal mit. Sollte möglichst mittig sein. Mittig, zumindest sollte es nie verwurschtelt sein. Es macht sich zwar ein bisschen blöde mit der Jute-Schnur, aber im Prinzip ist das relativ einfach. Ist ein bisschen Gefriemel. Aber es muss nicht exakt sein. Das dient ja nur, dass ihr euch ein bisschen abtrauen könnt. Netzschale kostet so um die 10 Euro rum. Das ist jetzt nicht die Welt. Je nachdem, was für eine Qualität ihr haben wollt, können es auch mal 10, 15 Euro sein. Ja, zu zweit klappt das wieder nicht. So, im Prinzip ist es fast fertig. Jetzt kommen noch 4 bis 5 Jute-Schnuren mitten in die Mitte, also platziert, gleichmäßig platziert, werden reingebunden. Und dann ist es eigentlich komplett fertig. Denkt daran, immer nur eine Seite zu machen, also sprich, nur eine Seite ist bedruckt. Denn hier unten, die Unterseite ist natürlich komplett farbneutral, bis auf die Grundfarbe. Wie die hier rein macht, braucht ihr sie nur noch ein einziges Mal verknoten. Der Rest ergibt sich dann von selbst, wenn ihr das reinbindet. So, jetzt zieht ihr das ein bisschen rein und macht einen Knoten. Das sind dann eure Schnüre für eure Blätter, für eure Stöcke, für alles, was ihr wollt, was ihr reinbinden wollt. Macht es ein bisschen versetzt. Denn es ist ja nicht alles parallel oder mit einer geraden Linie versehen im Wald. Es artet manchmal ein bisschen als Gefriemel aus, aber wenn es dann immer durch ist, ist es durch. Zusammengebunden sieht das Ganze so aus. 4 Stück, sonst habe ich aber 3 Stück dabei. Aber 3 Stück ist mir zu kurz, weil du hast ja noch die Abspannschnüre, die Ridgeline, und die möchte ja im Endeffekt auch gecovert werden. Und ja, da hängen wir es mal drüber, würde ich sagen. So, von weiter hinten. Das Ganze ist noch nicht beflochten mit Grünzeug. Das machen wir gleich noch, das holen wir gleich nach. Ich ziehe mal ein bisschen rein hier. Es verdeckt schon ganz schön was. Und das Tarnmuster sieht natürlich auch nicht doof aus.
Ich denke mal, das wird es gewesen sein für jetzt. Ist doch relativ gut abgetarnt. Ich meine, wenn ich jetzt auf 3-4 Meter rangehe, ist das klar. Dann sieht man das. Man sieht sogar das Messer da unten, ne? Mit der Signalfarbe. Deshalb immer schön gedeckte Farben tragen. Und aufpassen, dass die Kanten schön verdeckt sind. Für den Rücken. Das tat weh. Die Faltisomatte von der Bundeswehr, das kannst du knicken, das ist der letzte ab. Ja. Mist. Man kann Mist sagen, aber zur Notlösung im Sommer geht's. Im Winter ein absolutes No-Go. Wenn du irgendwas mit den Nieren holen möchtest. Wie gesagt, ich nehme auch nochmal das Tibi mit und baue auch nochmal dieses Ultraleitfeldbett auf. Dazu den Tisch, Stuhl. Machen wir eine Runde Climbing. Ja. Und was wir auch mal wieder machen könnten, wäre mit Tarps rausgehen. Mit Tarps habe ich angefangen, mit dem Didi Hammock. Ich glaube, ich habe es auch nie irgendwie mit in den Film drin gehabt. Dann habe ich noch das Bex Frontier Rugged Reflective Poncho Tarp. Das ist auch gut. Und das Pancot Green Zone von Bex Frontier, das ist natürlich auch top. Das passt wirklich, wirklich. Also wirklich in diese grüne Gegend rein, ist einfach genial. Muss ich ganz ehrlich sagen. Reizt mich auch, habe ich da. Müsste man wieder mitnehmen. Ja. Hoffen wir mal, dass dies Jahr wieder ein richtig geiler Winter wird. Damit man wieder solche Sachen machen kann wie Übernachtung im Abgrund bei minus 15 Grad. Das war Scheibenkleister kalt. Der Down-Schlafsack, den ich hatte, der geht bis minus 10 Grad und wir hatten minus 15 ungefähr gehabt und das war schon. Ja, das tat schon weh. Aber haben wir ausgehalten. Stiefel waren hier eingefroren. Ob wir nochmal so richtig Schnee kriegen, wissen wir nicht. Es ist bei uns eigentlich nicht so sehr mit Schnee. Oder man fährt halt runter ins Erzgebirge, das ist natürlich auch eine Idee. So, da laden wir gleich noch alles auf. Handy und Akkus. Und dann geht's gleich weiter. Ich muss noch aufessen, ich hab Durst.
Und dann renne ich mal eine Runde durch den Wald. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht hier. So. Gut getarnt. Ist halb gelacht. So Leute, ich habe jetzt erstmal mein Nachtlager aufgeschlagen und jetzt schaue ich gleich noch einen Film, gucke ich mal. Und ja, wie gesagt, es ist schon relativ spät, na gut, so spät ist es auch nicht, das ist 9:45 rum. Ich glaube, heute wird wohl nicht mehr passieren. Sturm gibt's nie, Regen gibt's nie, die Welt geht nie unter. Und wenn jetzt was passieren sollte, melde ich mich nochmal, ansonsten sehen wir uns morgen wieder und dann bauen wir so langsam das Lager wieder ab. Dann sage ich mal gute Nacht. Macht nicht so viel. Und ja, ich zeige es euch nochmal von innen. Es ist relativ klein gehalten, das ist ganz klar. Man könnte sich auch halbwegs aufsetzen, das geht. Aber man sollte es nicht übertreiben. Gut, jetzt gucken wir nochmal auf die andere Seite hin. Das werdet ihr wahrscheinlich bloß geblendet vom Licht. Hinten ist der Ausgang. Es ist, ist schon. Es ist sehr eng bemessen, gebe ich zu. Und das ist ohne jedermanns Sache. Ich bin 1,79 Meter, 1,80 Meter groß. Für mich ist es schon relativ eng. Aber ich komme hier rein und man ist geschützt. Wie gesagt, ist ja auch Baumwollstoff und das zieht sich auch bei Regen zusammen, falls es regnen sollte. Ansonsten. Gut, das ist nur was für Enthusiasten, beziehungsweise für Liebhaber von Zeltbauen. Gut. Naja, nichtsdestotrotz, ich sage jetzt gute Nacht und wir sehen uns morgen. Haut rein. Moin Leute. Ach, moin. Ach, 7:30 Uhr. So Zeit zum Aufstehen. Gucken wir mal hier raus in den Wand. Ach Gott, ey. Ich hab rauskommen hier, ey, rauskommen.
Was machen wir hier? Die Sonne lacht seit 7:30. Ein schöner Tag. Frisch ist es. So, dann bauen wir mal die Hütte ab und verziehen uns wieder ab nach Hause. Jo Leute, für heute wird es das gewesen sein. Ich verdrück mich zu meinem Auto und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Im nächsten Video. Geschlafen habe ich eigentlich noch, das wollte ich noch sagen, relativ gut. Okay, im Urlaub ist man doch ganz schön ausgeruht. Da klappt das nicht immer. Aber was soll's. Zumindest ist das mit der kleinen, selbstaufblasenden Isomatte wesentlich besser als mit dem halben Teppich von der Bundeswehr.